Yo guys, what up, the Blue Gangsters back with another Kunimitsu Tutorial. Ich habe vor kurzem eins für Tekken Tag 2 gemacht, weil ich wusste, dass ja für Tekken 7 kommt und jetzt sind wir endlich hier. Wartet ganz kurz. So geil. Ja, und ich wollte jetzt mit dir ein Tutorial machen. Da gehen wir jetzt die Punishers, die Whiff Punishers, die Pokes, Midrange, Maxrange Tools durch, Throws, Changes und Witches. Ich werde alles natürlich noch in die Description schreiben, damit ihr das nochmal dann nachlesen könnt. Und ja, dann wird noch ein bisschen gelabert, weil ihr wissen müsst, dass sie ein Problem Solver ist. Dazu später aber noch mehr. Also auf jeden Fall die Punishes. I10 ist 1-2-2. I12 ist 4-2. Das ist sogar Jail. Instant Backturn Stance. I13 ist Forward 2-3. I14 ist Forward 1+2. I15 ist hier Hopney. Also, als I10er kann man auch noch 1-1 benutzen, weil sie da entweder 1, 2 und noch 4 als Follow-up hat, in 1 kann man reinjabben, in 2 nicht, dafür kann man steppen und der 4er crusht und man hat ein Splat. Das Ding bei ihren Splats ist, dass man immer entweder ein, je nach Range, wenn es Zero Range ist, kriegt man ein Guaranteed Quarter Forward 2. Und wenn es weiter weg ist, dann FF2, nur damit ihr Bescheid wisst. So, ihr 12er, 4-2 ist ein richtig krasser I12 Punisher, denn er ist, wie gesagt, Jail plus 6 on Hit. Minus 3 on Block. Außerdem seid ihr automatisch in der Stance drin. Also den kann man auch ganz normal im Neutral benutzen und man braucht sich keinen Kopf machen. I13 wie damals Forward 2-3. Gute Range, Knockdown. Ist aber, ja, Minus 6, aber er ist kein Lens, er jailt nicht, das heißt, den zweiten kann man ducken. So, 14 ist Forward 1+2. Gibt auch Knockdown, splattet sehr weit, guter Wallsplit. Das Ding ist aber, die Range von dem Move, der ist zwar schnell, aber die Range von dem Move, ich weiß nicht, also die Range ist nicht so gut. Es gibt noch einen anderen 14er. Das ist ihre Electric. Auch I14. On Hit, beziehungsweise Counter Hit Instant Screw. Aber on Block Launch. Und da geht nur der erste Move durch. Außerdem müsst ihr halt, könnt ihr zwar buffern, aber kann sein, dass es länger braucht. Deswegen, wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, Forward 1+2. Was jetzt noch bei ihr besonders ist, wo ich dachte, sie werden es ändern, haben sie aber nicht, ist ihr FF42. Das ist immer noch I9. Beides on Block ist aber minus 17, also aufpassen. So, jetzt die Wild Standing Punishers. Da haben wir zuerst ihr Wild Standing 4 mit 11 bis 12 Frames. Plus 5 on Hit. Minus 6 on Block, ganz normal. Ihr I13 ist Wild Standing 1-1, wie früher auch. 26 Damage. Minus 8 on Block, wenn ihr safer sein wollt. So, dann hat sie ein 14er, I14, das ist Wild Standing 2-4. Ja, minus 9 on Block. Den zweiten kann man aber ducken.
plus 11 on Hit wegen dem Spin und wenn man nach vorne hält, kommt man in die Set Stance rein. Zu den Stances kommen wir noch später. Okay, I-15 ist ganz normal ihr Wild Standing 3. Wobei ich da eher, wenn ihr Low blockt und plus, ja, der Gegner minus 15 ist, dann würde ich eher ihr Hauptknee benutzen. Weil man, es ist, insgesamt ist es die, also die Range ist fast die gleiche. Die Damage ist die gleiche und man kriegt mehr Damage für den Combo dann raus, wenn man mit Up Forward 3 sozusagen antwortet. Aye. So. Zero Range, also Pokes. Ja, Zero Range Tools Pokes. Da haben wir einmal Down Forward 1. Das ist plus 5 on Hit. Minus 2 on Block. Hat zwei Extensions. Einmal Down Forward 1, 3. Und Down Forward 2, 2. Down Forward 1, 2, 2. Dann haben wir Down 3. Wobei da der String Down 3, 4, 1 ist. Down 3, 4 ist minus 9 on Block und Neutral on Hit und ist NCC, also on Count Date, ist der zweite garantiert. Aber on Normal Hit oder on Block, das ist ein Low High, also den würde ich nicht raushauen, wenn dann nur Down 3. Dann Down Back 4, der ist 0 on Hit und minus 12 on Block, gibt aber on Counter Hit Force Crouch. Ja. Dann haben wir Back 2. Die Range von dem Move ist immer noch krass. Der ist Armor Homing und Tailspin on Counter Hit. Schon krass. I17 bis 18 und on Block minus 13. Dann haben wir Up Back 2. Plus 5 on Hit, minus 7 on Block, die 13 und on Counter Hit kriegt ihr das hier mit einer, ja, mit einer guten Oki Position. Was haben wir noch? Ja, Down Forward 3 vielleicht, also die Range ist gut. Man kann mit Down Forward 3 2 reingehen, kann man ja auch mit Down Back canceln. Kann man probieren, benutze ich jetzt zum Beispiel aber nicht. Back 4 natürlich. Gutes Keep-Out-Tool. Man kann Back 4 3 raushauen. Der ist 18 Frame schnell, plus 6 on Hit und minus 8 on Block. Und falls der erste on Counter trifft, ist der zweite natürlich garantiert. Ich glaube, es geht mittlerweile auch normal nicht, aber sollte nur der zweite treffen, habt ihr einen garantiert Kunai Throw. Ja, Down Back 3. Down Back 3 ist zwar Launch Punishable on Block, aber ihr könnt natürlich nach 2 oder mehr die 4er Extension raushauen. Müsst ihr machen, vor allem Full Crouch Down Forward 3. Weil ihr sonst nur im Standing losgeht, dann ihr müsst den Gegner irgendwie dazu bringen, sich zu ducken. Müsst ihr halt gucken, dass ihr das so schnell wie möglich raushaut oder ihr haut auch Down Forward 1-1 raus. Was auch ziemlich gut ist und dann könnt ihr noch den hier machen. Ihr kriegt da entweder eine garantierte Wiederholung oder FF2. Dann gibt es noch Downback 2-4. Es gibt Downback 2-4-2, aber der Move ist so langsam. Selbst on Counter Hit
Da haben wir, fangen wir mit dem krassesten direkt an. Forward, forward 1 plus 2 ist ein Unblockable. Catcht sehr oft, weil es sehr schnell ist im Vergleich zu anderen Unblockables. Dann haben wir Quarter Forward 1 plus 2. 20 Frames schnell und minus 9 on Block, also safe. Guckt euch die Range nochmal an. Also, ich finde die richtig gut. Das gilt eigentlich schon. Das gilt eigentlich schon als Max Range Tool. Range 2, wie gesagt, kann man immer noch Back 4-3 benutzen. Ich würde sagen, Range 2 plus, also mit Range wie Max Range, kann man dann noch Down Forward 3-4 benutzen. Plus 7 on Hit. Minus 2 on Block. Und wenn man Back hält, kommt man instant in die Stance. Ihr Down Forward 2, ich weiß nicht. Also Range 2 auf jeden Fall, aber ja, nicht Range 2 plus. Nicht Range 2 plus. Dann haben wir natürlich noch ihr Forward Forward 4-2, aber wie gesagt, das ist beides minus 17. Da würde ich aufpassen. Man kann mit ihr auch instant while running 2. Instant while running 3. Sie hat ein Forward Forward 2. Wobei minus 10 ist eigentlich okay, weil es relativ safe ist. Und dann hat sie natürlich noch ihr Forward Forward 3 plus 4 into verschiedene Optionen. Was war die dritte? Ach so, abhalten. Dann macht sie nämlich das hier und man kann in Backstance bleiben, je nachdem welche Option man ausführt. Das würde da, das hier würde ich dann eher nur in Krisensituationen benutzen. Ja, und das habe ich noch vergessen. Ihr Forward 3 plus 4 ist eigentlich das gleiche, hat sich nur die Animation verändert. Ist Homing, Tailspin. Ihr 18 bis 19 minus 2 on Block ist natürlich high. Also kann man ducken. Kann man aber sehr gut verwenden, wenn der Gegner hier gern hier auf Pressure spielen will und man auf Keyboard haben will, dann kann man den schon mal wieder raushauen, vor allem Homing, also kann man sich nicht beschweren. Quarter Forward 2, die Range ist, naja, aber dafür ist der halt minus 12. Ich weiß nicht, ich benutze den nicht, außer wenn er garantiert ist. Also, hier bei sowas. Das ist Down Back, Down Forward 1 plus 2. Wenn dann kann man's hier benutzen. Aber außerhalb davon jetzt vielleicht nach einem Combo als Floor Break. Ja. Aber da kann man auch eher Down Forward 3 plus 4 benutzen. Also ich weiß nicht. Vielleicht an der Wand dann. Ja. Dann haben wir ihr Down Back 1 plus 2. Das ist ihr Wall Bounce. Der ist 27 bis 28 Frames, hat aber ein Sway Back am Anfang. Ja, und die Range, die ist schon ziemlich krass. Also hier seht ihr Range 2,8 plus. Die Range ist schon ziemlich gut. Sie hat Sway Back am Anfang und ist halt, ja, Wall Bounce Move. Up Back 3 plus 4, die Range ist okay, 2,5 Launcher, minus 17 on Block. Kommt drauf an, ob ihr es riskieren wollt. Dann hat sie natürlich noch ihr Sidestep Moves, ihr Sidestep 4, wo ihr dann, wenn ihr von der Position her nah genug dran seid, noch ein garantiertes FF2 bekommt. Und als Mix dafür hat sie ein Sidestep 2, 1 plus 2. Das Ding ist, das Sidestep 1, 2, 1 plus 2 ist nur NCC. Und natürlich kriegt ihr dann ein garantiertes Quarter Forward 2. Aber das
Problem mit diesem Move ist, dass er ultra voraussehbar ist, weil wenn ihr weiter weg seid, dann macht ihr natürlich etwas, das noch von der Range erreicht. Und das hier ist eine Snake Edge, eine Stagger Low. Das heißt, wenn die geblockt wird, kriegt ihr einen Delayed Hop Kick in die Fresse. So, von Max Range her hat man dann nur ihr Set Forward 3. Für Range 5 ist es schon, also ich weiß nicht, ob es einen Move gibt, der noch weitergeht. Natürlich liegt es halt daran, dass sie slidet und ihre Set Stance hier. Der ist natürlich minus 16 on Block, also Launch. Ist aber on Counter Hit Launch. So, das einzige, was sie noch hat in Max Range, ist ihr Quarter Forward 1. Das ist ihr Kunai. Das ist on Block minus 11. Und man kann es easy sidesteppen, aber dafür geht es übers komplette Feld. Und je nachdem, wie weit weg ihr seid, ist es von 15 bis 26 Frames. Also hier 15 und ganz hinten 26. So, jetzt hätten wir die Sachen alle durch. Also, ihr Throw Game. Die kann man entweder normal raushauen, up forward 1 plus 2 oder forward 1 plus 4. Oder man macht ohne den Directional Input in der Set Stance. Früher war das Problem, dass dieser Move einfach nur Seiten gewechselt hat. Mittlerweile kriegt ihr das hier. Die Oki, ja, naja. Und natürlich der hier, und den kann man immer noch nur breaken, wenn man down drückt. Aber das Zeitfenster dafür ist riesengroß. Der ist aber auch kein Ground Splat Move, das müsst ihr wissen. Ansonsten hat sie nur ganz normal Generic 1 und 2 Throw. Mehr ist da nicht. Up 3, da hat sie nicht mehr die Extension. Und der ist Launch Punishable on Recovery. Das heißt, wenn der Gegner nichts drückt oder selbst wenn nur ein Jab macht und sich dann umdreht, kann er euch immer noch launchen. Deswegen müsst ihr sehr aufpassen, den sollte man nur on read machen, wenn man sich hundertprozentig sicher ist, dass er was bringt. Einfach so rauszuhauen ist dasselbe für Upback 3. Da ist die Recovery ist launch punishbar und der sollte auch nur on read gemacht werden, weil wenn ihr den als vor allem in Zero Range benutzt, dann werdet ihr leicht getrackt und ihr habt für nichts habt ihr gerade euer Leben riskiert, so in dem Sinne. Also da auch nur wirklich, wenn ihr seht, da kommen so Forward Moves raus, wo ihr dann easy steppen könnt, dann könnt ihr das raushauen. Sie hat aber leider keinen Force Crouch während der Recovery. Müsst ihr halt Neutral Moves raushauen. Das sieht zwar so aus, als wäre sie im Crouch, ist sie aber nicht. Jetzt zu den Stances schnell. Da kommt ihr rein mit 1-1, 1 plus 2 und 2-2, 1 plus 2. Weil sie ja 1-1-1 hat, 1-1-2, 1-1-4. 3x2 und dann Forward, dann kommt ihr in die Stance. Und bei 5x2 und Backhalten kommt ihr in die andere Stance. Deswegen gibt es noch 2-2, 1 plus 2. Also dadurch kommt man in jede Stance hier rein. Mit 1-1 ist leider nicht der Fall. Aber auf jeden Fall hat sie diese zwei Transitions, um in 1 plus 2 Stance reinzukommen. Das ist der Ersatz für ihre alte Down 1 plus 2 Stance. Karton 1. Plus 6 on Hit. Minus 5 on Block. Gibt on Counter Hit ein Guaranteed 12er. Darf man sozusagen nicht spammen. Muss man genau raushauen. 42 Damage, mit 1-1 geht's natürlich auch, oder 1-2-2. Sind zwar auch 42 Damage, mein Favorit ist Forward 2-4, weil ihr dann noch, wenn der Gegner danach nicht backhält, das garantiert Quarter Forward 2 kriegt. Ihr Karton 2, das ist, wenn der Gegner gern reindrücken will, da kommt sie auch vom Weite weg, das heißt, es crusht. Und ihr kriegt einen Guaranteed Flip, ist minus 11 von Block. Dann haben wir 2-3, minus 16 bei Launch,
Der erste ist plus 4, der on Block ist der, glaube ich, minus 1. Der erste ist natürlich richtig safe, der zweite nicht so, vor allem weil er ein High ist, ist aber halt Alternative zu dem hier. Und on, ja, muss on Counter-Hit treffen, damit der zweite durchgeht. Das verstehe ich zwar nicht ganz, vor allem weil man den zweiten on Block ducken kann, also warum dann wenigstens nicht on Hit, aber gut. Dann hat sie natürlich jede Art von Stance hier auch drin, dass man sagen kann, okay, geh da rein oder dort rein. Seit Stance kommt man mit Forward 3 oder Forward 4, Forward 3. Da haben wir 1-2-1, das ist ihr Go-To-Tailspin-Move in Combos. Das hier eher als offensive 1-2. Ist auch safe on Block, man kann auch nur eins machen, aber eher wenn dann, wenn man den Gegner catchen will, eher 1-2. Und für den Tailspin 1-2-1. Als Alternative, falls die beiden on Block gehen und der Gegner reinjabt oder sich duckt, 1-2-2. Da kann er nämlich nicht reinjabben und kann er auch nicht ducken. Minus 9 seht ihr. Minus 11, also 1-2-1 ist minus 11, 1-2-2 ist die safere Variante, ist halt sozusagen der Arschritte für 1-2-1. Dann haben wir 1-2-3, das crusht komplett, also wenn der Gegner da reindrückt, dann habt ihr ihn so erwischt. Ihr seid dann halt Backturn, aber ihr seid dann hinter ihm auch. Und dafür, falls ihr das nicht riskieren wollt, weil ihr denkt, er drückt nicht und seid auf einmal ihm schutzlos ausgeliefert, gibt es 1-2-4. Plus 3 on Hit, da kann man nicht reinjabben und man kriegt... Na komm, weiter weg. Hier. Ein garantiert Quarter Forward 2 on Hit. Der 1-2-3 aber ist der Ground Splat Move. Dann haben wir hier 2, wie damals auch. Das ist nicht mehr Crumble on Counter Hit, sondern Instant Tailspin. Plus 12 on Hit. Ja. Minus 9 on Block, also Safe. Kann man auch als Go-In-Tool benutzen. Macht halt nicht so viel Damage wie 1-2. 3 haben wir ja schon darüber gesprochen. Das hier wird eher als Combo Extension benutzt, als Pick-up. Plus 6 und minus 8, also safe. Und man hat ein Follow-up in Set 4-3. Muss man aber aufpassen, ist minus 13 on Block. Aber für Wall Splats und Underwall, falls ihr gerade keine Alternativen habt, richtig gut. Dann hat sie die Möglichkeit, falls sie nicht mit den Standing-Follow-Ups der Stance kommen wollt, dass ihr dann Down halt drücken könnt und dann direkt into Wild Standing. Oder ihr drückt direkt Back, damit es abgebrochen wird als sozusagen Bait. Das hier ist ihr Standard-Ender, der ist, also Standard-Ender aus Tekken Tag 2, der ist minus 14 am Block. Den benutzt man nur noch, wenn man gerade nicht weiß, was noch treffen könnte, wenn man sich sicher ist, okay, wenn ich jetzt was anderes mache, droppe ich, so als Notfalllösung. Da benutzt man den. Für Kombos und so weiter und so fort wird der nicht mehr benutzt. Die Backturn Stance. Wie gesagt, man hat mehr Möglichkeiten, da reinzukommen. Hier habt ihr alles schon sozusagen gesehen. Na komm, hier auch. Also man hat genug Möglichkeiten, in die Stance reinzukommen. Manuell mit Back 3 plus 4. Mit dem Rücken zum Gegner. Also diese Moves hier, 1-2-1, 1-2-2, 1-2-4, die sind die gleichen wie in Set. Also 1-1 die gleichen. Nur, dass man halt Backturn zu den Verfügungen hat, dass man dann hier auch 1-2-1 für Tailspin benutzen kann. So. Dann gibt es 1-3 bzw. 1-3 Forward. Das ist die Standard-Extension für Carry for Wall Combo. Außerhalb davon wird sie nicht benutzt, würde ich auch nicht empfehlen. So,
Backtion 2-3 ist Forward 2-3. Ja, das ist wie hier. Ist auch dasselbe. Natürlich gibt es dann noch hier Follow-ups und so weiter und so fort. Nein, das würde ich nicht benutzen. Vielleicht als Arschretter für Juggles, wenn ihr sagt, okay, ich muss jetzt schnell was machen, damit ich den Gegner noch getailspin krieg. Ist zwar Homing und so, aber dafür, dass der 13 bis 14 ist, ist zwar plus 16 on Hit, aber na komm. Ja, minus 3 ist eigentlich safe, aber hi. Backturn 1 plus 2. I14 plus 7. Das ist JL, also die zwei gehen auf jeden Fall durch. So, jetzt ein Main-Tool in der Backstance ist, wenn der, vor allem wenn der Gegner sich duckt hier, Forward 1 plus 2. Counter-Hit-Launch. Minus 12 on Block. Eigentlich völlig in Ordnung. Und jetzt dazu, warum sollte sich der Gegner ducken? Einmal haben wir Down 2, plus 3 on Hit, gute Damage und on Counter-Hit. Ja, ist sogar guaranteed. So. Und dazu haben wir noch Down 4. Minus 14 on Block, plus 1 on Hit, ist ein Double Move, macht aber nichts Besonderes, auch nicht on Counter-Hit. Ist halt Force Crouch, aber das ist sozusagen der Mix. Down 2, Down 4, Forward 1 plus 2. Und natürlich ihr 1 plus 4 bzw. 2 plus 3 Throw. Move Stance, das ist die, in der man entweder manuell mit Up-Throw 3 plus 4 oder Set 3 plus 4 reinkommt. Da hat sie noch ganz normal ihre alten Extensions 2. Also, der ist minus 18 on Block natürlich und on Counter Hit immer noch wie damals. Launch. Und noch die Option von 4 hat, dass wenn der Gegner sich zu gern duckt, einfach mal weghauen für ein Splat an der Wand. Minus 14, aber durch das Pushback würde ich nicht gerade sagen, dass das punishbar ist, weil ich würde jetzt nicht auf... Mir wird jetzt kein 14er einfallen, der diese Range kammern kann. Sie hat ein Parry, das besser ist als damals, die Startup ist nicht mehr so krass, das heißt, man kann es wirklich, wenn man gepressured wird, gut einsetzen. Ich zeig's euch einfach mal kurz, Liste der Angriffe. Hier. Ist auf jeden Fall besser geworden. Muss man halt aufpassen, wenn der Gegner zu viel macht, dann landet man Backturn, also man geht über ihn drüber, vor allem an der Wand. Und was auch noch cool ist, sie hat das Backturn mit 3 plus 4. Down 2, 1, 2, 1 plus 2. Down 2, 1, 2, 1 plus 2. Das macht man dann eher an der Wand. Als Combo Ender, wenn man ein Split gekriegt hat, macht man dann 1, Down Forward 1 und dann den kompletten String. Im Neutral nur die ersten 3, weil es minus 9 ist. Und das ist gut zum Catchen, weil insgesamt die Range dann gut ist. So, ihr Rage Art geht zwar weit, sieht aber, also viele sagen nach Soul Calibur aus. Problem ist halt, also für mich, warum die mir nicht gefällt, diese Rage Art ist, es sagt zu wenig Kunimitsu. Es ist viel zu wenig Kunimitsu. Das könnte man einem anderen Charakter geben und es würde trotzdem funktionieren. So, das Einzige, was hier diese Rage Art repräsentiert, sind die zwei Farben der Schwerter. Warum ist da nicht ihre Flöte drin? Vom Intro irgendwelche Sakura-Blätter oder so? Ist viel zu unpersönlich, finde ich. Aber die Range ist richtig gut. Das zeige ich euch mal schnell. Ja. Also die Range davon ist ziemlich krass. Ihre Carry im Allgemeinen ist... Also ich mach mal jetzt die billigste Carry möglich. Na komm.
Das ist die easieste Carry, die sie hat. Und wir sind schon auf der anderen Seite. Ja, mach mal einfach easy peasy. Hier. Also über ihr Rage Drive kann man sich nicht beschweren. Sie hat zwei verschiedene Combo-Routen und jeweils für eine der beiden eine Alternative. Im Normalfall macht ihr, je nachdem wie viel Rage ihr verschwenden könnt, verschieden viele 1 bis 3 mal Forward vor. Into Forward 4-1 und dann Forward 4, Forward 1-2-1 für den Tailspin und zum Schluss ihr Quarter Forward 1. Ja. Da geht's mit dreimal. Das ist jetzt nicht Max Damage, aber so im Grunde genommen kann man das machen. Und das Ding ist, es gibt viele Kombos, die sagen Max Damage, wo ihr dann hier den hier machen müsst, dann hier hin und dann so. Aber bei ihr gibt's die Möglichkeit, das andersrum zu machen. Indem ihr einfach die zwei auswechselt, also den Tailspin zum Schluss macht und dann das Kunai wirft, dann habt ihr nicht das Problem, mit nach dem Tailspin hinzudashen und den Gegner noch mit Forward 4-1 zu catchen. Natürlich geht es bei krasseren Kombos dann nicht mehr, weil die Range dann nicht mehr reicht von 1-2-1. Also da seid ihr drauf angewiesen, reinzudashen, Forward 4-1. Aber das ist dann wirklich nur in wirklich den krassesten Max-Damage-Kombos der Fall, die sie aber nicht braucht, weil ihr allgemeine Combo-Damage ist von 67 bis über 75 bis zu 81. Also wirklich immer die krasseste Scheiße mit ihr müsst ihr nicht raushauen. Obwohl ich glaube... Ja. Also ihr könnt entweder entscheiden, ihr macht es auf Easy-Mode oder ihr macht es so, wie es vorgegeben ist. So. Ist im Endeffekt beides das gleiche. So, und das könnt ihr mit jedem Starter machen. Das ist so Route 1 mit Alternativen. Route 2 ist dann Backturn. Da gibt es einmal die Möglichkeit, direkt mit Back 4 zu antworten. Jetzt zum Beispiel wie bei Set 3. Müsst ihr halt Crouch Cancel machen. Oder wenn ihr sowas raushaut wie ihre Electric, dann Forward 3-4. Man kann aber natürlich auch Forward 4-4 machen. Und dann halt mit der Backturn Route beginnen. Und zwar gibt es da einmal Back 4, 3-1, Forward 1. Und dann Forward 4 into 1-2-1. Oder Back 4, also die einfachere Variante in dem Fall, Back 4, 1, 3, habe ich 3, 1 gesagt, Back 4, 1, 3, 1, 2, 1. Muss man halt je nach Range gucken, ob man nur 1, 3 und dann direkt into Set macht. Oder 1, 3, Forward 1 und dann ganz normal wieder weiter mit Forward 4 Set. Das mit Forward 4 Set ist zwar mehr damaging, also ist dann eher die krassere Variante, aber hat eine höhere Drop Rate. Also das müsst ihr dann anpassen. Ihr müsst direkt hier den hier machen. Dann kriegt ihr zwar noch, wenn ihr schnell genug seid, ja, ich bin da zu langsam. Also, ihr würdet da noch im Normalfall, im besten Fall Forward 4-1 into Kunai kriegen, aber ohne sieht's halt so aus. So, und deswegen braucht man ihr Setup Forward 4 nicht mehr, weil wenn, dann macht man am Ende Forward 4-1 into Kunai. Ja, so wird es halt noch durchgehen und ihr würdet dann halt noch Free Kunai kriegen. Also da müsst ihr wirklich schauen, wie, ja genau hier.
hier, wenn der zweite Hit ist es Launch, dann macht man FF2, Back 4. Und da seht ihr schon, ihr müsst, damit der durchgeht, das FF2 richtig krass delayen. So, das sind jetzt 7-6 und die Alternative dazu wäre, ist statt Back 4 einfach Forward 4 direkt into Set Stance. Dann könnt ihr hin, zack, zack, sonst was auch immer. Macht insgesamt nur 5 Damage weniger und solche Alternativen, also darüber sollte man echt nachdenken, weil will ich wirklich einen Combo Drop riskieren für 5 Damage mehr, ein bisschen mehr Carry. Ihre Carry allgemein ist schon gut genug. Die Changes sind die, die ich von Tekken Tag 2 eigentlich haben wollte, dass sie mehr Möglichkeiten hat, in ihre Stances reinzugehen, dass ihre Throws nicht umsonst sind und dass ihre guten Sachen bleiben. Und das haben sie eigentlich gemacht. Sie haben das genommen, was da ist, haben es verbessert und noch mehr Optionen für die Sachen, die da sind, dazugegeben. Wie jetzt zum Beispiel das, was Müll war, dass wenn Down Forward 1, 3 und County getroffen hat, konnte man den zweiten immer noch ducken. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Oder ihr Up Forward 1 plus 2 Throw, dass es einfach nur ein Seitenwechsel war, der euch nicht mal krass Frame-Vorteil gegeben hat, hat auch keinen Sinn ergeben. So, dass sie diese Sachen ausgebügelt haben und ihr mehr Variation dazu gegeben haben, um ihre Schwächen abzudecken, finde ich gut. Was ich mir aber wünschen würde, dass sie in den Patch Notes kommt, wenn sie Veränderungen kriegt, ist, sie hat meiner Meinung nach viel zu riskante Lows immer noch. Es ist zwar besser geworden, vor allem jetzt mit Down 3 zum Beispiel, weil es ja früher das hier Down 3 war, kann man ja immer noch raushauen, finde ich gut. Ich finde, sie sollte wenigstens noch ein Two-Throw kriegen, wobei ich nicht glaube, dass es so sein wird. Aber selbst das ist völlig in Ordnung. Was ich schade finde, ist, dass sie nur 1-1 und 2-2 into Karton hat. Wobei sie sehr, sehr viele hat, die sie in Backturn oder Set bringen, hat sie für Karton so gut wie gar nichts. Verstehe ich auch nicht. Und natürlich, dass hier Sidestep 4 kein Combo-Starter ist, obwohl man dafür schon so viel riskiert. Ein Sidestep, eine Snake Edge, die Delayed Hopkick on Block bedeutet. Und dann kriegt man nicht mal wirklich eine Combo dafür. Also, das muss man mir erstmal erklären, wieso das so ist. Ansonsten würde mir was an ihr noch fehlen. Ja, sie hat es halt schwer, Zero-Range-Druck aufzubauen. Man hat zwar hier 1-1 und dann die verschiedenen Optionen. 2-2 nicht wirklich, man hat 4-2. Also, sie hat schon gute, ich sag mal, Neutral-Moves, aber wirklich für Pressure selbst, dass man sagen kann, ich mach zuerst das und dann das, das hat sie nicht so ganz. Und zum Schluss, was mir nicht so ganz gefällt, vielleicht muss ich da noch ein bisschen mehr rumbasteln, was das angeht, weil sie hat ja ihre Set-Moves, aber Max Range ist es eigentlich viel zu offensichtlich, dass man entweder mit Z3 Kunai, das ja ultra leicht zu steppen ist, oder wenn es halt ein bisschen näher ist, ihr Quarter Forward 1 plus 2, was jetzt auch nicht die ultimative Range hat, weil so oft mit Wild Running 3, wenn man da ja rausgechippt werden kann, oder Wild Running 2 sollte man vielleicht öfter probieren, aber sie hat nicht wirklich so die krassesten Go-In-Tools. Also da müsste man noch schauen. Dafür, dass ihr Backdash so gut ist und sie sehr leicht nach hinten kommt, finde ich es eigentlich komisch, dass sie von der Max-Range nur diese zwei offensichtlichen Sachen hat. Also da sollten sie auch was machen, vielleicht den anderen Moves, die schon von der Range gut sind, ein bisschen mehr Range geben. Und dann sollte das eigentlich gefixt sein. So, im Endeffekt finde ich es hammergeil, dass Kuni da ist. Ich bin einfach eigentlich Mishima-Spieler, also normalerweise gar nicht mein Style, aber die macht übertrieben Spaß. Ich finde sie geil. Ihr seht hier ja gerade Yoroichi gegen Kazumi.
Ich finde die Stage geil und vor allem den Soundtrack richtig Bombe. Also meine Lieblings-Edition, was DLC angeht, zu Tekken 7. So, das war's dann auch schon. Falls was ist, schreibe ich es noch unten rein, falls ich es vergessen habe. Oder falls ihr was wissen wollt, sagt ihr mir Bescheid in den Kommentaren. Das war's auf jeden Fall. Thank you guys for watching. Hope you liked it. See you next time. The Blue Gangster is out. Peace, YouTube. World.